Meine lieben Leute, was reimt sich auf Rotox? Und ein kleiner Tipp, es ist nicht Botox. Natürlich reimt sich auf Rotox Julfa, meine lieben Leute. Und deswegen gehen wir heute mit Julfa her und versuchen heute mal wieder in der Endless-Rangliste auf die Rangliste zu kommen und den Upgraded Titan Drillman zu bekommen. Denn langsam müsst ihr wissen, fängt Julfa bald an zu weinen, wenn er den nicht hat. Und wir haben uns wirklich, wirklich, wirklich eine ausgeklügelte Strategie überlegt. Deswegen, meine lieben Leute, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, wie wir die Units planen, platzieren und am Ende eventuell auf die Rangliste kommen oder eben nicht. Das bleibt völlig offen, meine lieben Leute. Guckt mal rein, Leute. Und wie immer, Tipps in den Kommentaren sind immer erwünscht. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Und, meine allerliebste Freunde, ganz wichtig, guckt auch im Shop vorbei, Freunde. Am Wochenende sind meine Handyhüllen gedroppt. Schaut euch die zwei schnieken Designs mal gerne an, Leute. Ich würde mich also freuen, wenn ihr die Hüllen mal auscheckt, Leute. Link unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir in der Endless-Rangliste zusammen mit Julfa kommen. Ich hab schon Angst. Okay, Leute, und jetzt sind wir in der Runde drin. Rotox hat schon seinen ersten Center TV Man hingestellt. Gleich mal, du geldgeil bist, ne? Ich bin der Allergeldgeilste, ja. Der Allergeldgeilste. Du musst auch was setzen. Ja, warte, ich mach schon hier. Okay, aber wir müssen. Wir machen jetzt am Anfang auch erstmal ohne Autoskip. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier die Einheiten richtig stellen hier. Aber wir können manuell skippen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Weil das wird jetzt der Highscore-Run aller Highscore-Runs. Gucken wir mal. Wir brauchen mindestens Welle. Was hast du gesagt? 150. 150 brauchen wir. Alter, ich muss die Musik ausmachen. Das ist einfach viel zu laut. Diese Musik ist so bodenlos laut in diesem Modus. Ich hab die immer aus, weil ich krieg Psychosen davon. So lächerlich. Okay, wir skippen mal. So. Wie viel kostet der Mewing TV Man? 500. Okay, dann kannst du den ja gleich hinstellen, dass er schon mal ein paar Toiletten platt macht. Genau, ne? Also den stelle ich jetzt hier direkt hier einmal hier in die Mitte rein, ne? Und ja, den anderen stelle ich dann da oben. Oder beziehungsweise ich kann ihn eigentlich gleich da oben stellen, der kommt hier auch hin. Warte, ich mach das so. So, wir haben ja gesagt, einen stellen wir hier oben hin. Dann stelle ich hier unten, wo ich jetzt stehe, nämlich einen Chef TV Man hin, ne? Für den Stunt schon mal. Jawohl. Weil den kann ich mir jetzt auch schon leisten. Zack, ne? Hier oben ist jetzt der Mewing. So wie wir es machen. Ich stell den mal so hier hin. So, dann kann er auch schon mal ein bisschen was weghauen hier. So. Okay, okay. Zack. Und der macht automatisch diesen Stun. Der macht, ist so krass. Ja, ja, das wirst du dann sehen. Das ist richtig brutal. Die bleiben dann auf einmal alle stehen. Aber alle. Okay. Und alle auf der ganzen Map? Oder alle, die in der Range sind? Nee, alle, die in der Range sind dann. Das ist richtig krass, brutal. Ich bin gespannt, ey. Das ist richtig brutal. Bin gespannt. Okay, schön die Centers hochleveln. Jawohl. Ey, yes, ich bin so gespannt, wie weit wir jetzt kommen, ne? No joke, das wird. Wann hatten wir das? Spannend. Wir hatten das doch mal versucht, das ist schon länger her, gell? Ein paar Monate. Ja, da haben wir aber nur Welle 103 geschafft oder so da. Ja, aber zu der Zeit war das trotzdem schon nicht schlecht. Ja, stimmt. Da waren wir kurz vor, da waren wir kurz vor Rangliste quasi. Ja, das war wild, ja. So, jetzt pass auf, jetzt stelle ich den. Ich weiß nicht, ob der Chef TV Man hier richtig steht, ne? Ich sag dir ehrlich, bin mir nicht sicher. Lass ihn stehen einfach. Lass ihn einfach stehen. Na, wir werden wird schon gut gehen. Ansonsten machen wir einen zweiten Versuch. Wir machen jetzt den ganzen Tag Highscore-Runs. Genau. Bis heute Abend irgendwie. Bis um 10 oder so. Bis uns die Augen rausfallen. Also nur fürs Protokoll, wir haben gerade 13.40 Uhr, Leute. Wir gehen jetzt hier rein in diesen Run und der wird mindestens 2,5 Stunden dauern. Vielleicht sogar länger. Ja, also wenn wir über 150 kommen oder bis 150, dann safe länger. 100%. Also ich habe bis Welle 114 hab ich gebraucht 1 Stunde 40 Minuten. Echt? Bis 140? Boah, ich weiß gar nicht. Nee, 140 Minuten. So, 2 Stunden 20. Ja, genau. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ich bin ja bis 121 gekommen. Ja. Boah, also ich den schon mal upgraden. Stimmt auch. Also auf jeden Fall unter 2 Stunden, aber das ich war bin auch. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt brauchen. Und ich aber dachte, wir kommen auf die Rangliste. Und das war so übel, weil ich dachte, ja, krass, ich bin eigentlich schon total weit, ja, bei 121. Ich wusste, dass ich da kein Land sehe, aber 121 war nicht mal unter den Top 100, gell? Ich war. Es ist so bodenlos, wie krank heftig dieser Modus mittlerweile optimiert wurde. Das ist brutal. So, jetzt upgrade ich den ersten Mewing mal. Yes, let's go. Genau, so, jetzt ist jetzt die Frage noch, jetzt muss ich natürlich schauen, den Chief Clockman, wo ich den dann, boah, es wäre natürlich sagen, fett, wenn ich den. Hier so, oder hier so. Also das ist auf jeden Fall der Chef TV Man, der muss in Range sein. Ja, ja, der Chef, pass auf, was ist, wenn ich ihn hier unten, hier so ans Eck hinstelle, wo ich jetzt stehe, da so ungefähr. Könntest du machen. Oder ist das dumm, aber müsste eigentlich klappen, ne? Ja, und dann könntest du hier den DJ TV Man hinstellen, oder ich. Ja, genau. Schauen wir mal, ich setze den jetzt mal hier ans Eck ran. So.
Autoskip sollen wir den mal aktivieren, weil ich glaube, mit dem Mewing sollten wir da eigentlich gut rankommen jetzt. Oh, wir können erstmal anmachen, ja. Ja, okay. Gut. So, dann schauen wir mal, dann kann ich den. So, bam, dann ist der hier. So, okay. Guck mal. Ah, nee, stimmt, der haut ja auch noch seine Scheißdinger, haut er ja auch noch drauf. Habe ich schon ganz vergessen. Und er hat dieses Rewind-Toilet. Und das verstehe ich aber nicht, weil da steht ja, dass er eine Toilette zurück zum Start schickt. Und ich dachte, jo, wenn ich den auf Strongest stelle, dann macht er das immer bei der Strongest. Aber das macht er nicht. Der schickt immer irgendwelche random zurück. Und beim letzten Mal war das dann so eine kleine hier. Ist ja, halt Mann, dann auch irgendwie. Ja gut, nicht so. Aber gut. Dass diese Fertigkeit vom Mewing TV-Man so krass ist, das wusste ich nicht. Doch, das ist halt brutal. Das ist richtig brutal, ja. Da, schau, siehst du? Schau, schau mal, wie lange der steht. Ja, ich hab's schon gesehen. Ja, er hatte eben auch schon welche gestunt. Das ist heftig. Und manchmal sind das dann mehr. Ja, das ist, also, ist echt Wahnsinn. Und wenn du dann noch einen Slow drin hast, dann ist es eigentlich direkt vorbei. So, die Centers mal hoch upgraden. Welches Level hast denn du da schon? Bist schon Level 5. Ja, der eine ist schon Level 6. Yo, der Tjulfa, der Allerschnellste. Ich push die immer. Ich habe eigentlich immer nur den Leproshaun hier oben stehen und push die dann, mach den auf Level 2 oder 3 und dann push ich die Centers durch auf Max Level. Ja, krass. Das ist meine Strategy. Strategy. Gewesen jetzt zum Grinden halt hauptsächlich, ne? Ja. Ich habe meine Solo-Strategie jetzt nicht so für Highscorer optimiert. Ich habe alles nur Erfahrungspunkte gegrindet, weil ich ja noch Level aufholen musste. Aber du bist jetzt vor mir, was die Level angeht. Ich bin ein bisschen voll, ja. Ich habe eben geguckt, ich habe irgendwie 72.000 Erfahrungspunkte. So, dann bam. So, und jetzt sind die schon mal hier in Range. Genau, der Chef ist jetzt mit 5% Range, der Mewing hat 5%. So. Ja, aber es ist halt krass, dass der Chef TV mit 100% Slowing hat. Ja. Das Wobei, ist halt dumm. Eigentlich ich stelle jetzt 100% hier oben schon mal den Astro hin. Ja, genau. 100% slow, aber wären ja, eigentlich würden sie dann ja stehen bleiben. Ne? Also rein in der logisch Theorie, gesehen, ja. So. Dann haben wir jetzt gleich schon mal hier den ganzen Bereich geslowt. Das ist halt nice. Let's go. Geslowt und einen Stun drin. Also das sollte eigentlich kein Problem sein hier. Wie viel DPS macht der New TV Man auf Max Level? 15.000. Okay, das ist ja auch ordentlich. Ja, ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber der Stun ist halt, also ich wusste das auch nicht. Ich meine, es steht ja auch nirgends dabei, dass der so krass stunt. Nee, deswegen, ich hab auch gesehen, dass manche Leute den benutzen. Ja. Und dann habe ich halt so geschaut, ob der irgendwelche Fertigkeiten hat. Wurde mir nichts angezeigt. Dann dachte ich mir, die benutzen den aus Joke so. Ja. Nee, aber dann macht er ja auch das nächste Jahr. Der macht ja dann auch quasi. Der hat ja eine Range von 45 und über diese gesamte Range macht er dann auch noch AOD. Also, das ist ja eigentlich total krank. Ich werde dann gleich den Astro werde ich auf First stellen. Mhm. Und den Chef TV-Man wegen dem härteren Slow auf Strongest, okay? Okay, ja. Damit der die stärkeren Einheiten wirklich slowt, dann hier unten. Und der Astro kann einfach alles slowen, was ihm vor die Flinte kommt. So, schauen wir mal kurz. Ich müsste eigentlich. Ah, ich grade jetzt erstmal meine Centers hier weiter ab. Ja, ich bringe die jetzt auch erstmal auf Max Level. Kommen ja hier eigentlich gut zurecht. Aber das sieht ja so schon echt ganz ordentlich aus. Ja, das wird schon. Wirst schon sehen. Das wird gut. Das, ich bin gespannt. I so, can feel it. Zack, erster Center schon auf Level 8, Junge. Sehr gut. Tschüss. Vergiss nicht, dass du den DJ TV-Man irgendwann mal setzt. Ja, es hat noch Zeit. Ja, weil der zieht nämlich auch ganz schön. Ja, ich kann den ja gleich schon mal platzieren. Ich denke, da so. Erstmal. Oder soll ich ihn anders stellen? Nee, lass ihn da drin. Warte mal, ich glaube, hier wäre besser. Warte. Achso, ja gut, wegen... So, da. Ja. Das sieht gut aus. Oh, hab den schon mal ein bisschen geupgradet direkt. Für the Boost oder was? For the Boost! Dann kriegt er ja noch mehr Range Boost, wenn du Chief Clockman upgradest. Ja. Was hat der noch für Sachen? Ah ne, der hat nur den Range Boost. Der hat den Range Boost. Sind das nur seine Minions, die da genau. rauskommen. Genau, ne? Und er macht noch 30.000 DPS und er kann diese Toilette zurückschicken. Ja, okay. Nice. So, gleich habe ich meine Centers alle auf maximal. Dann geht's hier richtig rund, mein Freund. Ja, bei mir fehlt auch nur noch einer. Aber wir müssen schauen, dass wir auch genügend Damage machen. Ja, oder? Ich nicht, weiß. Dass wir jetzt hier gleich... Nee.
Alles easy. Alles easy. Wir stellen jetzt gleich mal den ersten Hyper auch auf. Wir brauchen dann aber... wir müssen gleich mal schauen. Wir müssen jetzt gleich auf jeden Fall den Chief Clockman auf Max-Level bringen. Ja, ich mach damit das. Damit wir sehen, wie die Range wirklich ist. Ja, weißt du? ich mach den Zenta später. Ja, also den letzten. Okay, ja, ich habe jetzt schon alle auf Max. Ja. Dass wir sehen, wie die Range wirklich ist, wo wir die Hyper und so hinstellen können halt, ne? Junge, das Spiel ist so abgeht, laut, Alter. Tschüss. Yo. Okay, so weit, so gut. Boah, wir sind schon bei Welle 26. Ja, das ist krass, ne? In 10 Minuten. Richtig wild. So, DJ TV-Man ist auf Max-Level. So, Chief Clockman ist jetzt auf Level 4. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber guck mal. Chef TV-Man ist auch auf Max-Level. Du kannst ihn ja mal anklicken. Wie geht denn die Range hoch von Chief Clockman? Ja, ist übel. Ja. Das ist brutal, ja. Der hat eine Range von 60, deswegen. Geisterkrank. Hast du den nicht? Nö, ich hab den nicht. Warum nicht? Ja, weil ich ihn nicht gezogen habe und jetzt spare ich gerade Gems, dass ich ihn mir kaufen kann. Ich hab fast 30.000 Gems. Ich hab ihn aus einer Single Crate. Yo, mein Gott, Alter. Ich hab schon über 200 Crates geöffnet. 200? Ja. Ich hab auch viel, Junge. Ich hab den Battle Pass selbst durchgegrindet. Ich hatte ultra viele Clocks mir erfahren. Okay, das ist wild. So, Astro Titan auch auf Level 5 schon. Sehr gut. Der hat gleich auch seinen Slowdown. Der braucht noch ein Level. Guck dir die Range von Chief Clockman an. Ein Level braucht er noch, dann ist er Max. Yo, kriegt er nochmal 10 dazu. Das ist richtig. Eigentlich brauche ich keine 2 setzen. Das reicht eigentlich aus. Das ist crazy. Ja, ich denke auch. Aber wir brauchen wahrscheinlich noch einen zweiten DJ TV-Man. Aber mal sehen. Kommt drauf an, dass wir jetzt alles hier, was wir alles in die Range reinkriegen. Ja, der kriegt also halt nochmal 3 Range dazu. Die ganzen DPS-Einheiten müssen halt auf jeden Fall in Range von den beiden Boostern sein. Sonst ist Ass. Das stimmt, ja. Aber das klappt schon. So, jetzt, zack, Astro Titan maximal. Auf Max. So, er ist maximal jetzt. Jetzt kannst du dir die Range angucken, aber da brauche ich eigentlich nichts mehr setzen, ne? Also, glaube ich. Dann mache ich mal meine Zentas weiter jetzt. Ich setze jetzt mal den ersten Hyper. Okay. Der ist jetzt in Range von allem. Ja, warte, ich setze auch noch den Large Glockman schnell. Dann ist der hier hinten, ganz nah hier hin, damit der hier keinen Platz wegnimmt. Oh, warte, der ist ein bisschen schlecht platziert. Wer? Meiner, alles gut. Oh, der steht mitten auf der Lane, der Bro. Aber das wird schon. Guck dir das an, wie wir hier durcheiern. Ja, ich bin mal gespannt. Eigentlich, ich stelle die Einheiten halt eigentlich ein bisschen anders. Wir müssen jetzt halt viele von den DPS-Einheiten hier unten hinstellen, aber das ist okay. Ich mache es sonst ein bisschen anders, deswegen ungewohnt. Jetzt kann man nicht ganz so viele hier mit in diesen Lavasee quasi reinstellen. Das ist ein bisschen tricky jetzt. Ich überlege jetzt gerade, eigentlich bräuchte ich einen Mewing noch hier unten irgendwo. Wegen dem Stun, ja gut, egal. So, ich setze mal, was hast du gesagt, wo soll ich den UTC setzen? Den Upgraded Titan Cinema Man. Den wen meinst du? Den Upgraded Titan Cinema Man. Also einer hier. Einen hier unten hin. Hier in die Kurve hier würde ich einsetzen. Ja, dann gehen wir weg da. Und einen hier oben hin. Ja, es ist so dumm. Guck mal, ich kann den hier nirgends hinsetzen, gell? Weil hier der Chef ist. Das ist so dumm. Kannst du den nicht hier innen reinsetzen? Nee, das ist so. Warte mal. Jetzt doch. Hier. Ja. Und einen hier oben in die Ecke, wo ich jetzt stehe. Ja, ich mach den schon mal hier rein. Zack. Ja, okay, dann stell ihn da hin. Ja. Okay, so hier ist der Upgrade. Spot schon mal gesaved. Junge, wie das läuft hier, let's go! Ja, freu dich nicht zu früh. Aber ich glaube schon, ich freue mich. Ich glaube schon, dass das gut wird. So, muss ich jetzt noch irgendjemanden. Es wird halt spannend, die ganzen. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten DJ TV-Man. Also, so viel ist schon mal sicher. Da müsst ihr vielleicht einen noch irgendwie hier hinsetzen oder so. Wenn wir hier noch einen hinsetzen, dann ist der auch in Range vom Chief Clockman. Dann hat er den Range-Boost. Ja, genau. Und dann können wir. Oder hier hin. Hier hin. Und dann können wir hier unten noch die restlichen DPS-Einheiten hinsetzen. Obwohl hier oben ist wahrscheinlich besser. Aber mal gucken. Wird schon klappen. Auf die eine oder andere Art und Weise wird es klappen. Wir sind ja sowieso noch safe. Wir sind ja noch nicht mal bei Wave. Ja, alles easy. Also alles easy cheesy, ja. Spannend wird's.
So, habe ich nur irgendwas, was ich platzieren muss? Gleich die Reparatureinheit? Ah ja, stimmt. Die fehlt noch. Ne? Na, aber die brauchen wir auch noch nicht. Es kommt ja noch nichts in Reichweite. Ja. Aber die kannst du ja überall hinstellen. Die passt ja überall dazwischen. Das stimmt, ja. Large Glockman ist auch so dumm. Der hat auch so eine dumme Range. 40. Das ist auch so... Also die, halt crazy, diese ganze Glock-Units sind eigentlich so OP. Ich finde den Guardian Glockman eigentlich gar nicht kacke. Also, weil du sagtest, du findest ihn so ich find gut. Den, ich, also, ich hatte den einmal dabei und ich finde, damit ging gar nichts. Okay. Also, ich fand ihn uncool. Okay. Na ja, gut. Also, die Frage ist, wo ich jetzt noch einen Hyper platziere. Boah, ich bin gerade am überlegen, ob ich Chief TV mehr nochmal umsetze. Mach ich auch. Alter, ist das laut. Ja, ist brutal. Darfst nicht so nah hinzoomen. Guck mal, wo ich ihn hingekriegt hab, Alter. Hier in die Mitte. Yo! Yo! Aber das ist gut. Ist der jetzt auf Max? Ja, der ist schon auf Max. Der ist direkt auf Max, ja. Und auf Strongest eingestellt. Okay. Aber dann kann er auch oben schon mitstunnen, ja. Weißt du? Und so ist fast alles genau in Range. Ach so, übrigens, weißt du was noch? Ah doch, okay. Nee, passt schon. Boah, hab ich mich getäuscht, ne? Ich dachte der. Yo. Ich muss den auch. Den Sound habe ich jetzt auch ausgemacht. Das so, warte mal, ich will mal gerade was testen. Ich glaube nämlich, dadurch, dass ich den jetzt da verkauft habe, können wir... Oh nee, es passt gerade so nicht. Hm. Er ist halt dumm, ne, mit den ganzen Units. Dass du dachte, nicht so viel ich krieg Platz hier hast. Noch einen Upgraded Titan Speakerman, dachte ich, kriege ich hier noch rein. Aber einen Astro-Titan kriege ich hier rein. Den stelle ich wo hier. Denn? Hier. Neben dem Chief Clockman. Ja, jeder Platz muss genutzt werden. Das muss ja, alles innerhalb vom richtig. Booster sein. Und der macht ja auch genug DPS. Den kann man ruhig auch aufstellen. Die Frage ist, wo ich die Hypers hinsetzen soll. Das ist eine interessante Geschichte. Weil ich habe jetzt, wenn ich jetzt meine zwei Cinemamans hier auf maximal habe, fange ich auch mit dem Hype an und ich habe keinen Dunst, Mann. Also ich habe jetzt den einen Astro-Cameraman hier vorne, habe ich jetzt auf Target First. Mhm. Einen mache ich auf Target Last und Chef TV-Man mit seinem starken Stun habe ich auf Strongest. Okay. Es wird alles durchgestunt hier. Es wird alles gut. Geslowt und gestunt. Ja, ich lasse die Mewing TV-Man auf First, weil das ist egal. Die machen. Guck mal, wie die stehen bleiben vorne, siehst du ja, das? Ja, Alter, Junge! Es ist so krank, ja, das meine ich ja. Let's go, das Alter, bleiben einfach alle stehen. So brutal, so. Upgraded Titan Cinemamans sind beide jetzt auf Level 7. Auch sehr wild. Aber was meinst du, bis welches Level können wir Autoskip anlassen? 90, locker, normal. 90 bis, wenn nicht sogar 100. Okay. Also. Ich mach's auch so, dass ich mach die Hälfte meiner Hyper Speakerman mache ich auf Strongest, die andere Hälfte mache ich auf First. Okay. So mache ich das. So das macht er das, der Allerechteste der Echten. So mache ich das. Ich wollte es dir nur mal sagen. Warum kann man sich in Roblox eigentlich nicht umarmen? Ich würde dich jetzt gerne umarmen. Nee, bitte nicht. Doch. Pass mich bitte nicht an, okay, meine Mama riecht das. Ich vereine mich mit dir. So. So, der erste Cinemaman ist auf maximal. Auch so eine boah, ich habe den Gamesong wieder angemacht, direkt taub geworden. Ja, mach den wieder aus. Das ist einfach too much, Mann. Üble Nummer. Üble Nummer. Probier es auch mal eben. Oh. Brutal, ey. Aber schon bei Welle 50, ey. Mhm. Es geht ab. Nach 17 Let's Minuten, go. Ja. So. Jetzt gleich habe ich noch einen Hyper auf Max. Was meinst du? Wo setze ich jetzt einen Hyper? Ich habe jetzt meine zwei Silbermänzchen auf maximal. Hast du jetzt einen DJ TV-Man dabei? Nee. Okay, dann pass auf. Ich setze jetzt nämlich noch einen hier hin. Oh, der ist ganz knapp noch in der Range. Sehr gut, okay. Aber warte mal, kannst du die hier in dem Lavasee am Rand positionieren hier? Ja, hier. Ja, da. Da, wo du stehst, so kann ich einsetzen. So nah an den Rand stellen wie möglich. Ja, okay. Da. Weil dann würde ich sagen, stell die in dem Range hier überall auf. Dann kümmere ich mich um den Bereich hier oben, dann mache ich hier den Rest voll. Und du kannst da unten schon mal bauen und langsam upgraden. In der Zeit halten wir hier oben ja noch easy alles auf. Ja. Let's go, Junge. Ist die perfekte Taktik. Dann setze ich die jetzt aber wirklich alles. Warum stellst du die so? Wieso? Warum? Ja, dann werden die nicht gestunt. Hä? Ja. Nein, ich meine, stell die so längs, dann kriegst du viel mehr in der Reihe hintereinander. Dann kriegst du die alle in Range. Das so meinst du. Wird das nicht passen. Meinst du? Safe wird's nicht passen. So. Okay. Da musst du warten, bis eine Toilette nach hier unten kommt, dass die sich drehen zum Angreifen, damit du neu platzieren kannst.
So kannst du die schön in der Reihe hintereinander darunter stellen. Siehst du, guck mal, wie nah die beieinander sind. Die berühren sich schon fast. Ui. Bebo, guck mal. Aber da kann ich jetzt keinen setzen, das ist dumm. Geht bloß bis dahin. So. Ich bringe die hier oben erstmal auf Max-Level Stück für Stück. Bis wohin geht der? Sind beide Cinemaman auf Max? Ja. Geil. Let's go. Ist natürlich doof, dass du deine Santas direkt hier hingestellt hast, ne? Wieso? Oh, obwohl, ne, die sind ja gar nicht in Range von DJ TV, man. Nö. Obwohl, in der einen Ecke hier oben kriegen wir safe noch einen hin später. Hier, wo der eine in der Kurve steht. So, jetzt bin ich erstmal voll. Schau, wie das aussieht. Alles voll, ey. Yo. Ja, aber dann haben wir das schon mal. So. Kann ich hier schon mal Upgrades reinbuttern? Ohne Ende. Und jetzt schön einer nach dem anderen so richtig schön upgraden. So richtig auf entspannt. Nebenbei noch die Fußnägel schneiden, dann wird alles gut. Du müsstest deinen iMewing TV-Man hier unten anders hinstellen. Warum? Den hier unten. Wieso? Mach den einmal kurz weg, bitte. Mhm. Dann stelle ich den hier zwischen die Centers. Zwischen die Centers. Hier. Hier rein stelle ich ihn. Zwischen meine Hyper. Dann mach ihn dahin, ja. Kriegt er da noch die Range ab? Ja, kriegt er noch ab. So, ich habe noch 5, die ich platzieren kann. 5 Titanen. Naja, gut. Und irgendwann kannst du dann nochmal 3, weil du dann die Centers. Gut, ist die Frage, ob wir die Centers dann entfernen. Ich würde nicht alle wegmachen. Ja, klar. Eigentlich ist es egal. Brauchst du ja nicht mehr. Na, wegen dem Stun. Wegen dem Stun. Das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ach so, ja, gut. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Jo, wie das aussieht. Junge. Ja, dann kann ich ja jetzt ins Solarium fahren, oder? Dann machst du den Rest. Dann bin ich kurz weg. Dann ja, klar. Geh du ruhig. Upgradest du dann auch meine Hypers, oder? Machst du das? Ja, kannst mir kurz Daten geben für deinen Roboter. Yo, ich verliere hier die Übersicht, ey. Schau dir das an. Alter. Du bist jetzt voll, du kannst keine mehr placen. Nee, ich kann nichts mehr placen. Okay, dann ich upgrade jetzt alle mal ganz in Ruhe und dann. So, der erste Hyper ist schon auf Max. Junge. Also das muss doch klappen, oder? Das muss funktionieren. Ja, wir werden sehen. Wenn das nicht funktioniert, dann fange ich an zu weinen und schick dir das Video und dann kannst du das auf TikTok veröffentlichen, okay? Warum denn auf TikTok? Weiß ich nicht. Bitte nicht auf YouTube. Auf TikTok kennt mich niemand. Ich bin gerade am Überlegen, warte mal. Ich mach mal einen Hyper nochmal weg hier unten und stell noch einen Astro hier unten hin, weil hier unten haben wir keinen Slow mehr. Ja, und wir haben da unten auch keinen Range Boost mehr. Das heißt, ich werde einen Center verkaufen und dann, wenn ich einen Center verkaufe, genau, dann mache ich genau, unten genau, und dann kannst du hier unten noch einen Chief dazwischen stellen. Jo, das mache ich. Und wenn ich später einen Center verkaufe, stelle ich noch einen Chef-TV mit hier unten dazwischen, dass wir unten auch Boss-Stun haben. Oh Junge, ich fühl's richtig. Ich fühl's auch. Also ich safe, das ist es. Das muss es sein. Das hier wird der Run. Wenn wir hier über die ganze Map dann slow haben später. Echt, aber warte mal, ich guck mal. Ja, der Chef passt hier unten auch easy noch dazwischen. Den kannst du halt überall dazwischen drücken noch. Das ist wie mit dem Chief, der geht auch überall noch rein. Junge. Wie ab das geht. Ja, vor allem, die sind noch nicht mal im Hauptdamage drin. Guck dir das an. Ja, halt wirklich nicht. Boah, aber das Upgraden, jetzt muss man echt aufpassen, dass man darauf achtet, dass wirklich alles geupgradet wird, ey. Du, im Notfall machen wir einen Autoskip aus, wenn wir merken, dass das jetzt irgendwie haarig wird. Den machen wir sowieso dann. Also wir gucken mal, ne? Ja. Aber machen wir dann sowieso gleich irgendwann aus. Alter, wie die auch gestunt werden, ne? Ja, ja. Vom Mewing, die werden geslowt, die werden gestunt. Guck mal, wie die stehen bleiben, schau mal. Das ist krank, so brutal. Alter. Eigentlich, also am liebsten würde ich eigentlich noch einen Mewing dann irgendwo reinsetzen. So in die Mitte hier nochmal, weil dann stunnen die doppelt. Das ist nämlich das richtig Krasse. Ich bin gespannt, ob das irgendwann mal genervt wird, weil das ist echt krank. Oder wie du sagst, geisterkrank. Ist es wirklich geisterkrank. Ist es halt wirklich. Ja, vor allem, weil das auch so oft macht. Ja. Ist dir aufgefallen, dass Hyper eine neue Animation hat eigentlich? Nö. Er hat eine neue Animation, ja. Sieht zwar absolut geisterkrank aus gerade. Ja, die Animation vom Schießen ist ein bisschen anders. Echt? Okay, ist mir nicht aufgefallen. Es sieht aus, als würde. Hab ich nicht gesehen. Okay. So, oh Gott, jetzt muss ich mich hier mal durchklicken. Wo sind. Giant Turkey Toilet kommt gleich hier. Der Boss, let's go. Hyper. Wird easy platt gemacht. Oh ja, die ist. Oh, warte mal, hast du die Repair Unit gesetzt?
Achso, nee, warte, mach ich mal. Solltest du jetzt tun, weil der Turkey, der macht Kacke mit uns. Ja, weil wenn der seinen Laser macht und sich einmal dreht, pennen alle. Das ist scheiße. Das ist Kacke. Ist drin und auf Max-Level. Lächerlich is each. Was? Lächerlich is each. Kennst du die? Ich aufpassen, dass ich... Nee, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ist das Werbung in Bayern, oder was? Ja, ja, genau. Ja. Kreuzgrütze fixe! Sakrament normal. Sakrament normal. Sag mal du irgendein Schimpfwort in deinem Dialekt. Ich hab keine Ahnung, ich hab kein Schimpfwort auf Hessisch, Mann. Nicht? Also wirklich nicht, nee, keine Ahnung. Okay. Das, so einen richtig krassen Dialekt gibt's hier gar nicht. Also der hessische Dialekt ist halt so, nuscheln sich alle irgendwo einen in den Bart rein. aber den kann ich auch gar nicht richtig. Okay. Ja, sprichst auch dialektfrei. Gut, aber ich auch. Ich glaube, bei mir hört man das auch nicht. Ja. Bei so ein paar Worten ganz minimal vielleicht mal. Wenn du Soundboard sagst. Blöder Hund. Soundboard. Sound. Ich hab ein Soundboard. Soundboard habe ich. Surfboard. Surfboard. Oh, komm, Mann, jetzt dauert das mit dem Upgrade so verflucht lange, ey. 35k pro Hyper, das jetzt ist schon... Jetzt dauert's wirklich richtig lange, ey. Ich meine, ich habe auch den... Ich kann den... Ah, ne, ich kann den GameStop nicht anmachen, ich krieg Ohrenkrebs davon. Ich ja, ich will eigentlich auch, weil das... Irgendwas fehlt, so aber... laut. Aber mit so vielen Einheiten ist es wirklich dumm ja, laut. Ja, das ist richtig laut. Mann, wo war jetzt mein Hyper, den ich upgraden wollte? Da, nee, Quatsch, da ist er. Das weiß ich nicht, Alter. Es dauert, ey. Holy hell. Du kannst ja nicht zahlen, ne? Ich fange noch ein paar Pokémon und Pokémon Go nehmen. Ja, mach das. Ach so! Oh, Nocturne. Spielst du das, oder was? Ich hab's jahrelang jetzt gar nicht gespielt, aber irgendwie habe ich wieder Bock gekriegt. Vor allem, weil ich in letzter Zeit so viel spazieren gehe. Schulfer da alle. Naja, ich gehe immer im Wald scheißen, deswegen. Ach so. Oh. Ja, da spart man sich einiges an Kohle, ne? Das Klopapier und so. Ja, ich habe mir deswegen auch extra so einen Klappspaten bestellt. Wenn ich immer so ein Loch machen kann. Ja, ist immer doof, wenn es mitten auf dem Weg liegt. So, dann fahren die Fahrradfahrer wieder durch, die fallen hin und so. Junge, was ist los mit dir? Hör auf, das zu sagen. Ich skipp gleich die Wave. Junge, das ist ein richtiger Waldkacker hier. Wald- und Wiesenscheißer, der Tjolfer. Ja, for real. Ist doch normal, oder? Ja, an der frischen Luft, ne? Ja, doch, natürlich, klar. Ich gehe mir in meinen Garten raus. Fühlt sich auch einfach schön an, wenn der Beutel so im Wind schwingt. Ja, ja. Oh, Junge! Was ist los mit dir? Oh mein Gott. Hey, ich skipp die Wave gleich, ich will das nicht hören. Ja, mach Mann. Doch. Hier, ich drück auf Skip für dich. Nein! Oh, Mann. Jetzt sind wir Wave 80. Das ist doch ne? easy jetzt hier. Ja, kommt, da kommt der Wave 80, kommt jetzt ein dicker Boss. Der macht es jetzt fertig. Ja, es ist doch nur die Haartoilet. Was? Die Haartoilet? Ich glaub, du träumst zu viel von Haaren. Was ist denn das hier? Guck mal, ist es bei dir auch? Schau mal her. Guck mal her, ist hier bei dir auch so ein rosaner Ball? Ja! Was macht ich hab der schon da? Fünfmal ja gesagt. Was macht der da? Der schwebt da. Okay, ist cool. Und warum? Weiß ich nicht. Warte, ich vereine mich wieder mit dir. Dual Carago Toilet. Die ist eigentlich ziemlich cool. Das ist ein ziemlich lahmarschiger Boss, deswegen feiere ich den ist auch sehr. Ist voll wack. Das Ding hat nur 12 voll Millionen wack. Leben. Ich verstehe nicht, wie das als Boss klassifiziert werden konnte. Wave 120 ist eigentlich safe, ne? Also, normalerweise, würde ich jetzt behaupten, ist Wave 120 definitiv safe. Und dann müssen wir auf Wave 150 kommen. Dann musst du dich hinsetzen, musst du dir dein T-Shirt ausziehen, musst ein bisschen wacker wacker tanzen und den Palmengott anbeten. Weißt du, wer der Palmengott ist? Wer? Der Palmengott. Wen? Der Palmengott. Der heißt Mr. Roundtree. Weil dann musst du einmal um deinen Stuhl tanzen und sagen, heuer wacker Mr. Roundtree, heuer wacker Mr. Roundtree. Und dann macht der für dich die 30 Waves voll auf 150. Ja, ich mach jetzt den Skip. I doubt it. Ich mach jetzt den Skip hier. Oh, das sind ja Glitch-Toiletten! Oh, holy hell. Die wurden gemute, aber alles gut. Ja. Die wurden gemute. Wir sagen nicht mehr stunnen, wir sagen, die wurden einfach gemute, Bro. Ja, ist das so? Hast du nicht gesehen? Ja. Voll weggemute. Voll krass, ne? Also, Mewing TV Man, absoluter Killer. Freut mich auch, dass ich dich mit etwas erheitern konnte, das du nicht wusstest, ja? Etwas Mewing. Informieren mit dem Mewing. Mewing. Mewing, guck mal, das ist völlig übertrieben, was die hier machen, die Welder Toilets. Das ist schon wieder bodenlos. Wer macht was?
Guck dir mal die Wilder an. Das ist bodenlos. Ja, dann haben sie wieder einen Turm gebaut. Krass ist das. Irgendwann jetzt so bei Wave 90 bis 100 kommt irgendwann noch so eine Vakuumtoilette rein. Und bei mir war das dann so, dann hat sich der ganze Wilderturm gedreht. Weil da kommt noch mal einer. Das sah so bescheuert aus. Geil, Alter. Ja, ne? Ja. Ja. Was ist das eigentlich heute schon wieder für ein Premium-Commentary? Ich verspreche mich 100 Mal und du machst irgendwelche Werwolf-Geräusche. Wow. Werwolf-Geräusche. Was sind denn Werwolf-Geräusche? Das ist Goofy, Junge. Das ist Goofy, ja, ich weiß. Das hier ist ein Werwolf. Nee, das ist ein Straßenköter, der einen verfaulten Apfel gegessen hat. Du hast noch nie einen gesehen. Ich habe noch nie einen Werwolf gesehen. Ich skippe jetzt die Wave, Mann. Holy Lord. Das klang jetzt wie ein Pferd, das eine Gießkanne verschluckt hat oder so. Jo, also übertreibt mal nicht, dass das ein Werwolf war. So, nächstes Upgrade ist drin. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich noch, die ich vergraden muss? Boah, ich muss so viele upgraden noch, das ist abnormal. Die beiden hier sind auch noch mal mir. Ich glaube, das Schwierigste wird, dass wir die irgendwie so vor Wave 105 alle irgendwie auf Max haben. Haben wir nicht. Ja, haben wir auch nicht. Wie soll das denn gehen? Wie bist du denn so negativ, Mann? Du musst sagen, ja, doch haben nicht, wir. Ja, das geht nicht. Das geht nicht, bis dahin alle auf. Also, manchmal, warum vor 105? Manchmal, 105 ist noch gar nicht so schwer. Manchmal, wenn ich mit dir spiele, ne, dann hängt mein Mittelfinger. Kennst du das? Warum? Wie hängt? Ja, der hängt so in die Kamera. Der hängt so rein. Ach so. Ja, und dann. Nee, bei mir nicht. Ich leck nur manchmal am Mikrofon. Ah, so, okay. Du ekliger, yo. Wusstest du, dass ganz viele Bakterien am Mikrofon hängen? Da solltest du nicht unbedingt dran lecken. Also würde ich dir nicht empfehlen. Was hast du gerade gesagt? Am Mikrofon hängen ganz viele böse Bakterien. Wenn ich du wäre, würde ich dann nicht dran lecken. Man muss ja auch so immer so gewisse Bakterien und Dreck und Viren muss man ja auch an sich ranlassen, ja, damit das Immunsystem im Training bleibt. Deswegen trinkst du auch immer aus der Kloschüssel. Ne? Deswegen dusche ich auch nicht so oft und wechsle die Bettwäsche nur einmal im Jahr. Ja gut, das mache ich auch. Weil ich mag die Bettwanzen. Die machen schön warm. Also das finde ich schon gut. Bettwanzen. Bettwanzen? Bettwanzen, ne? Ach so, ja, bei mir sind das schon Bettschlangen. Ach so, Skip. Nein, hör auf. Die Turkey-Toilets machen easy, mir Angst. Wir sind nur bei Welle 85. Nein, die Turkey-Toilets machen mir Angst. Ah, Quatsch. Die machen mir so Angst. Erzähl doch keinen Mumpitz. Ich bin am Überlegen, ob ich einen Hyper hier unten verkaufe, den ich noch nicht brauche, stattdessen einen Chief Clockman setze, damit die schon mal geboostet Himmel, werden. Herrgott, Sakramenten oder Mongolen. Dass ich einen Hyper hier unten verkaufe, den wir jetzt gerade eh nicht brauchen. Den setze ich nachher. So. Und dann den Chief Clockman schon mal reinsetze, damit die hier unten hier, schon mal mitmachen können. Bei dem DJ TV. Ja, hier. Ja, mach ich das mal eben. Hier. Ja, dann musst du weggehen, mein Freund. Ja! Sonst möchte der nämlich nicht. So. Ja, dann sind die jetzt nämlich schon alle in Range, das ist gut. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Oh, guck mal hier, Giant Smooth Toilets wurden schön gemute. Ah, reingemute, so richtig reingemute. Aber beide gleichzeitig, oder? Es ist auch immer unterschiedlich. Ja, die standen gleichzeitig, ja. Das ist so dumm. Ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen. Wirklich, also. So, dann die Centers, die blockieren. Ich hab's im Urin, dass wir weit kommen. Ich auch. Und so, dann die Turkeys. Ja, die kommen ja nicht. Du musst ja mal, wenn die hier sind, wenn die hier durchfahren, dann kriegen die ja den gesamten Damage ab. Ich meine, jede Unit hier kommt ja hier hin. Das ist ja das Heftige. Da geht's ab. Da wird den erstmal ein Ball gestellt. Ich geh ab! Ich schieß dir in den Hoden. Hier ein Astronaut. Junge, eben saß du noch vor der Aufnahme, ich soll nicht so viel Scheiße labern. Obwohl, ich habe eben gesagt, der Beutel schwingt im Wind. Ja, eben, deswegen. Jetzt ist auch das egal, Niveau ist schon runter, deswegen dachte ich, ich schließe mich an. Der Zug ist schon abgefahren, Der ist abgefahren, ja, sowas von. So, Wave 85, Bruder. Eigentlich kannst du dir jetzt was zu essen holen. Nichts hält mich am Boden. Ja, ich wollte warten, ob du Hoden singst. Nein, ich wollte es jetzt mal vernünftig machen. Wir sollten vielleicht mal zusammen ein Lied rausbringen, meinst du nicht?
Das Toilet, der Toilet Tower Defense Rap, hä? Lass dir mal was einfallen. Wir sollten mehr Videos zusammen machen und dann einen Merch-Drop zusammen raushauen. Stimmt, das wäre cool. Das wäre viel schlauer. Wo wir uns umarmen. Ja, keine Ahnung, irgendein cooles Logo. Wir machen ganz coole Videos zusammen und dann machen wir Backrooms Gang. Das ist gut. Oh, das ist Merch. Gut. Das ist cool. Backrooms, ich kann es fühlen, Schulfer. Ich spür's schon, ich kann schon riechen. Ja, ich. Oh, nee, ja. Warte mal. Nee, was ich hier rieche, ist was anderes. Ich muss ja, bei mir auch. Das ist mein Mikro. Riech mal an deinem Mikro. Code in der Hose. Riech mal. Junge, das kannst du nicht hochladen. Was laberst du denn heute, ey? Das gibt's ja gar nicht. Hör auf jetzt! Ah. Da in dein Mikro reinzurotzen. Was sollen denn die Leute denken? Du Ekliger. Ich hab mich eingestuhlt. Oh mein Gott. Oh, es läuft schon am Bein runter. Oh, Junge! Stop it! Junge, hör auf jetzt. Was denn? Wenn es so ein bisschen dickflüssig ist. Junge, ich gehe. Nee, so, jetzt will ich nicht mehr. Ich geh jetzt hier oben. Das ist zwischen klumpig und durch. Hör auf jetzt! Ich will das nicht hören. Da. Ich will nachher noch was essen später. Mann. Ja. So. Das sind wie die Klabusterbeeren. Mm, die sind lecker, ja. Mm. Kennst aber Klabusterbeeren, ja, ne? Ja. Bei uns heißt es Klabusterbärli. Guck mal, wo ich stehe. Wo stehst du denn? Hier ganz oben. Wo bist du denn hingeklettert? Ganz hoch. Und ich bete alles an hier. Ach, da oben. Ja. Warte, ich komm auch. Nein, bleib da unten mit deinen Klabusterbären. Nein! Ja, ich kann die Units von hier oben gar nicht anklicken. Das ist ja dumm. Müssen wir doch auch nicht. Du kannst ja gar nicht klettern. Ich guck gerade, was du machst. Hä? Oh, Tjulfa fällt runter. Er schafft's nicht. Er kriegt sich. Ich bin aber. Geht das hier nicht mehr? Ich bin sonst immer hier hochgeklettert. Wie er versucht, da hochzuspringen. Leute, wir sind jetzt bei Wave 100. Der erste DJ Otto kommt, wie Tjulfa gerade sagte. Oh, Hilfe. Und wir sind bei 74 Minuten. Das ist sehr schlecht. Ja, also. Ist das schlecht? Die Performance mit Tjulfa ist wieder unterirdisch, Leute. Aber das sind wir ja schon gewohnt, ne? Das sind wir schon gewohnt. Das ist einfach, ne? Hä? Ach so, oh, hörst du mich? Oh, Entschuldigung. Ich wollte gerade ein bisschen über dich ablästern. Nein, keine Ahnung, ob das schlecht ist. Aber wir sind bei Wave 100. Das ist doch schon mal gut. Wir sind voll gut in der Zeit, okay? 223 Mille. Was? Alter Falter. Bitte? Schaffen wir das? Nein. Wieso hat der so viel? Hä? Ja, weil wir zu zweit spielen. Ja, aber das ist ja viel mehr als, also das ist ja mehr als 100 Millionen mehr. Ja, sonst 120, wenn man alleine spielt. Ich krieg Panik, weil da kommen bei Wave 104 2, ne? Ja, ich weiß. Und dann kommen da immer wieder welche, ne? Ja, ich weiß. Ja. Auf Welle 114 kommen 5. Nee. Doch. Echt? Ach ja, stimmt, da waren 5, ja. War schön, Quatsch, mit dir Geschäfte zu machen. Easy, machen wir den platt jetzt. Schon? Okay. Ganz entspannte Nummer. Ja, der bleibt erstmal stehen, 100 Jahre. Pass auf, der wird erstmal gemutet. Guck mal, hat schon 5. Der wird erstmal gemutet, genau. Vom Mewing TV Man wird er weggemutet, Alter. Der aller Echte. Erstmal direkt gemutet hier. Pass mal auf, wie der gleich da Damage reinkriegt. Der fällt einfach um und dann ist er kaputt. So, das wäre nice, wenn die einfach umfallen. Das wäre super. Na, aber guck mal, wie viel der jetzt schon verliert. Das ist jetzt die erste Hürde. Je nachdem, wie schnell wir den jetzt down haben, können wir schon sehen, ob es gut wird oder nicht. Ja, okay, warte mal. Ich muss mal die restlichen upgraden hier hinten. Jetzt geht's los hier. Jetzt alle auf ihn. Hey, jetzt geht's los. Hey, jetzt geht's los. Hey, Bär. Ho, Bär. So, guck mal, er wird schon wieder gemute hier. Ja, der wird hier ständig gemute. Aber wie, ne? Wird ein bisschen angemute. So, kommen noch Glock Spiders rein. Die machen aber nicht viel aus. Jetzt kommen hier die Glock Spiders. Zack, zack, die machen gar nichts. Nee, die machen auch nichts. Die laufen einfach rein und fallen. Wenn die wenigstens irgendwie stunnen würden noch oder so, das wäre noch cool. Ja. Aber gut, die haben ein halbes Mille Leben, ne? Also, ja, wir haben auch noch den langen Timeskip, ne? Wobei, da müssen wir uns überlegen, wann wir den einsetzen. Was für einen langen Timeskip? Achso, ja. Ja, ich sag immer Skip, Mann. Ich meine, Stopp. Ich sag immer Timeskip. Was ist eigentlich los mit mir? Zu viel Anime geschaut. Ja, brutal. Guck mal, wie der... Ja, kein Problem. Wir machen easy 150 heute. Oh, guck mal. Jetzt, guck mal, wie es jetzt... Alter Falter. So, jetzt wird er... Ah, ne, der war schon gestunt von... Zinnen. Aber selbst wenn wir den Upgraded Titan Drillman bekommen, das Ziel wäre eigentlich den Upgraded Titan Clockman, ne? Aber der ist halt bodenlos ist zu kriegen. Ist ja erstmal egal. Hauptsache, wir kriegen Ultimate-Einheiten. Aber, also der Clockman, ich bin wirklich gespannt, ob einer von uns das noch irgendwie erreichen wird. Aber ich glaube, das wird schwierig. Außer du gibst noch mal 500 Kisten so. Nö, sparst dir einfach 1 Million Gems zusammen und kaufst ihn. Also. guck mal, wie easy wir die DJ-Toilette gemacht haben. Okay. Guck mal. Alles gut. Entspannte Nummer. Ich verkaufe jetzt schon mal 1 Cent, da. Ja.
Ich brauche noch 70.000. Dann kann ich beide Hypers auf maximal upgraden. Und ansonsten habe ich alle. Ich kontrolliere jetzt einmal durch, ob ich wirklich alle komplett auf Max habe hier. Aber das sieht, glaube ich, sehr gut aus. Glitch. Oh. Soll ich drücken? Aufgehalten. Okay. Alter, die war übel schnell. Ja. Ja, mit den Glitch-Toiletten müssen wir aufpassen. Das die war direkt Hunde. Verbuggt, direkt oben war die verbuggt. Ja, aber die direkt nächsten losgeflogen, nicht. Also, Ulrich. Ohne Witz, for real, das ist die erste Runde, wo das bei mir nicht komplett verbuggt ist. Bei mir ist es so, wenn eine immer schnell war, waren immer alle schnell. Ich mach mal kurz den Ton an. Nee, mach ich wieder aus. Furchtbar, oder? Unfassbar, ja. So, die da meine ich, genau. Guck mal. Nee, das fand ich nicht so schlimm. Okay. Ich finde die richtig ekelhaft, Mann. Also ja, die sind auch ekelhaft, aber weiß ich nicht. Ta 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 ta. Aha. Geht's dir nicht so gut? Nee. Warum steht eigentlich auf deinem T-Shirt nicht Julfa? Weiß ich nicht. Mach dir mal ein eigenes Roblox-T-Shirt, mein Freund. Nee, ich mag das. Ich werde gleich hier unten dann noch einen Chef-TV-Man hinstellen, der auch 100% Stun macht. Slow, meine ich. Aha. Kann ich auch jetzt schon machen, eigentlich. Tun Sie dies, Herr Tüffler. Ah, ja. Mach ich auch. Tun Sie das, Herr Tüffles. Ich make es auch. Er make es. Make a sound. Make it auch. Just make it, boy. Oh, yes, make it. Make it. Bruder, was? Ich hab Beatbox, Mann. Hast du nicht gehört? So, ich hab ihn stehen hier. Okay. Wo steht er? Was? Na, da steht er doch. Wen hast du stehen? Oh Gott, ich gehe. Chef Tiveman. Oh, cool. Ja, dann skip mal. Dann skip die Wave. Okay. Nein! What? Was tust du? Oh, wir werden so kaputt gehen jetzt nur, weil Chul verdenkt, er hat den dicksten Sack auf der Welt und muss skippen. Was? Schau ihn dir an, wie er da steht, ja? Zwischen seinem DJ-TV und seinem Chef-TV. Welle 104 ist fast genauso schwer wie 103. Konzentriere dich, bitte. Auf was soll ich mich konzentrieren? Oh, warte, ich muss upgraden. Bitte konzentrieren Sie sich. Ich muss upgraden. I have to upgrade my unit. So, I have one unit left to upgrade and then I can hergehen and I can verkaufen my center, you know? Ja, klar. Okay, cool. Ja. Das sind die jetzt, die ich meine. Die sind richtig ekelhaft. Hä? Die haben auch so viel Leben jetzt wieder. Wieso? Wo haben die denn viel Leben? Ja, guck mal hier, die haben 7 Milliarden Leben. So, ja, das sind aber andere auch. Die sind also ultra schnell. Die Quad Rocket Shield Toilet, die ich eben meinte. Ja, aber die sind ultra schnell. Die mag ich nicht, da muss ich die Zeit anhalten. Aber wenn ich die Zeit anhalte, ist dumm, weil die brauchen wir dann. Den Timeskip brauchen wir vielleicht. Timestop, meine ich, Entschuldigung. Puh, ich hätte fast auf Rewind Toilet gedrückt, mit der Hoffnung, dass wir eine dann zurückgeschickt hätten. Alles gut. Deswegen meine ich, ich glaube, ich verkaufe keinen Center da vorne. Die sind gut da mit den Glitch-Toiletten. Ja, lass ihn mal noch stehen, ruhig. Ja, ich habe jetzt einen Hyper gesetzt noch. Das wird schon reichen jetzt. Wird schon schief gehen, wird schon irgendwie funktionieren. Yo, diese Glitch-Toiletten. 180 Sekunden ist der Cooldown für den Lager. 200. So machen wir Skip, oder? Nee, machen wir nicht. Hören Sie bitte auf, Tjulfe, hören Sie bitte auf, mich zu ärgern. Ich krieg jetzt naja, so, die Scientists hier, das sind ja keine Gegner für uns. Seit über 128 Minuten hier stille Nervenzusammenbrüche. Kann ich nicht. Ich kann nicht. Gleich, wenn gleich die 5 DJ-Toilets kommen, dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Die kriegen wir schon down. Ja, dabei haben wir auch einen Rewind-Toilet und haben einen Timestop Air DJ-Toilet. Jetzt haben wir hier noch eine DJ-Toilet. Guck mal, die hat 334 Mille schon. Ja, yo. Alter, und gleich kommen 5 Stück davon. Oh Gott. In der nächsten Welle. Das ist übel. Ja. Das ist richtig übel. Aber da würde ich auch wirklich sagen, wir warten dann mit dem Timestop logischerweise, bis die unten in der Mitte stehen. Dann böllern wir komplett rein. Ja, Timestop ist eh schon wieder verfügbar jetzt. Ah, Mann. Perfekt, ich wollte noch einen Mewing setzen, fällt mir gerade ein, wegen dem Doppelstun. Ja. Nee, wirklich. Aber ich will jetzt keinen Center vorne verkaufen. Wegen den Glitch-Toiletten, weil sich die da immer aufhalten. Ja. Ich kann nicht mehr reden heute. Wenn ich mit dir länger als eine Stunde spreche, dann bin ich immer so verwirrt, weil mein Herz immer so warm wird. Weißt du? Bitte? Mein Herz wird immer so warm, wenn wir sprechen. Kennst du es nicht? Okay. Wenn der Brust so warm wird? Kenn ich nicht. Kennst du nicht, wenn viele sagen Schmetterlinge im Bauch. Bei mir ist es so, wenn die Brust so warm wird. Ich glaube, das ist Durchfall, was du meinst. Oh ja, das kann sein, ja, stimmt. Ja, klar, meine ich ja. Also wenn ich dich sehe, dann kriege ich immer ganz schlimme Krämpfe. Und das geht halt bis auf die Brust. Und oh, das stinkt dann auch immer so. Apropos, ich muss mal gehen. Tschüss. Tschüss. Premium-Commentary hier wieder von mir. Ich halte jetzt einfach mal meinen Mund, okay?
Kann ich hier einfach hier aufpassen. Ich beobachte nur die Lebensbalken die ganze Zeit. Nee, guck ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich bin gefangen, ich komme hier nicht mehr raus. Hä? Ich bin im Käfig. Wo bist du denn? Hier im Käfig, ich komme hier nicht mehr raus. Junge, ich... Hilfe, Tjulfur muss mir helfen. Ich steck Alter, fest. Ich helf dir. Warte, ich schaff's nicht. Oh, ich bin auch drin. Oh, nein. Mann, Junge. Nein, ich bin komplett drin. Aber du bist ja wirklich drin. Bro, was machst du? Warte mal, wie komme ich wieder raus? Oh, hab's geschafft. Oh, oh. Alles easy. Denkst alles du? Alles easy. Denkst du? Ja, ja. Wenn ich jetzt aber anfange, meine Units zu sellen. Nix sellen. Das heißt sell, nicht sellen. Nee, sellen. Selma sell. Sell meine Units. Selma sellt. Ja, ja, sehen Junge, du im 35 Waves für den upgraded Titan Drillman. 35. Ruhe jetzt. Psst. Mhm. Red nicht so viel, die Toiletten spüren, dass wir Angst haben. Okay, ich bin leise. So, die Öfen machen wir easy weg hier. Mhm. Ich habe ja ein paar Einheiten auf Strongest gestellt, das heißt, die haben gleich alle Fokus auf Mutant Pumpkin Opfer. Und dann werden schön die DJ-Toilets noch massakriert. Alter, wie viel Leben die einfach haben. 344 Millionen. Das ist wirklich geisterkrank. So, Mutant Pumpkin Toilet gestunt hier vorne von Cinema Otto. Die Welle hier hast du allein geschafft, ne? Ja, ja. Aber gut, die haben da auch weit weniger Leben. Naja, ich weiß, dass sie weniger Leben haben, aber trotzdem, das ist schon heftig. Deswegen, also, so, schauen wir mal. Theoretisch müssten wir es eigentlich hinbekommen. Und danach die Wellen sind noch mal ein bisschen entspannter, oder was? Ja, bis 120 und dann ist Abriss. Dann kommt Astro-Affe, ja, ne? Ja. Okay, dann mal los jetzt hier. Feuer, Feuer im Rohr. Also ich mache ein Rewind-Toilet, wenn der... Rewind zeige ich schon. Strong Times gibt, wenn der hier ist, ne? Ungefähr. Ja, aber lass... warte, bis die Mutant Pumpkin Toilet besiegt ist. Okay. Lass den Dicken erst besiegen und dann machen wir einen Timestop, dass die dann noch mal alles auf die DJ-Toilets konzentrieren. Verstehst? Ich verstehe. Wenn es geht, dann verstehe ich. Verstehst. Aber der hält schon echt viel aus, ne? Mhm. Aber sollte down gehen, hoffentlich. Ich krieg jetzt hier oben ja nochmal einen Stun gleich. Ja, ja, von Mewing kriegt er auch einen Stun weg. Sollte eigentlich noch unter 100? Er sollte eigentlich dreimal einen Stun kriegen, eigentlich. Sobald er besiegt ist, machst du sofort einen Timestop. Ja. Oh, nochmal gestunt. Einmal sollte jetzt noch gestunt werden von Mewing. Wenn nicht sogar zweimal. Vom oberen und vom unteren nochmal. So, vom Gefühl her eigentlich jetzt gleich. Ja, genau. Nee, nee, das war seine Fertigkeit. Jetzt sollte er eigentlich gestunt werden, ja, genau. Dann jetzt nochmal. Ay, caramba. So, warte noch. Jetzt. Eieieiei. Junge, Junge, Junge. Boah, die haben noch ganz schön viele, ey. Ja, aber jetzt, die wurden ja auch, also ich habe ja viele Einheiten halt auf Strongest fokussiert. Mhm. Und auf First teilweise. Also die haben alle gerade, oder die meisten von mir haben gerade nur den vorderen angegriffen. Ja, guck mal, das geht jetzt schon schnell runter hier. Die sind ja auch nicht so schnell wie der andere. Ich meine, im allergrößten Notfall, ja, also wenn jetzt hier irgendwie einer kommen würde oder so, ich kann einmal auf Rewind drücken. Also wenn ich glaube, dein Timestop hat sich sogar wieder aufgeladen, bis die ganz hier unten sind. Ja, wahrscheinlich. Du könntest sogar nochmal stoppen, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Aber guck mal, wie schnell die jetzt runtergehen. Ja. Die sind schon bei 60 Millionen nur noch. Easy. Ja, man ist schon, das ist schon immer bei dem Modus, ja, also ich bin da schon immer sehr angespannt, muss ich sagen. Weil ja, ich denke, ich auch. Das ist schon. Dann könnte es noch passieren, dass irgendein Bug kommt oder so. Ja, genau. Oder auf einmal Stromausfall, stell dir das mal vor. Also, ey, sag das nicht zu laut, ich hatte in den letzten 2 Wochen 2-mal Stromausfall hier. Oh, das ist nicht gut, ja. Weil die irgendeine Baustelle hier im Ort haben. Ja, du, bei uns ist das auch nicht so weit hergeholt, hier ist gerade überall Überflutung und Hochwasser. Also, ja, okay, stimmt. Das ist, So. Nee, aber. Sollte eigentlich easy gehen. Dadurch, dass wir auch diesen krassen Range-Boost haben, geht der AOE ja eigentlich über fast die ganze Lane hier auch noch lang. Also nicht von allen, aber.
Ja, die werden auf jeden Fall down gehen. Ja. Okay. Ja, skippen wir, oder? Nee, noch nicht. Na, das ist Premium, wirklich Premium. Das ist gut, ja. Ja gut, du, wir sind jetzt gleich bei Wave 120. Das ist dann auch mein alter Highscore. Also ich bin schon zufrieden, wenn wir auf 125 kommen. Nein, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich will den Upgraded Titan Drillman, Mann. Ich will auf die Highscore-Liste. Ich will einmal mal da draufstehen jetzt. Ja, und ich will einfach mal ein Ultimate haben. Andere haben den schon fünfmal. Haben sie halt wirklich, ne? Ja, ist so. Mann, ey. Es gibt halt echt Leute, die das durchgrinden und verkaufen die den auch noch für Gems die ganze Zeit. Das ist echt bitter. Hast du deine Boosts aktiv? Was für Boosts? Luck Boost für den Modus hier, XP Boost und Coin Boost. Warum denn Luck Boost? Nicht Luck Boost, XP Boost meine ich und Coin Boost. Ja, hatte ich, aber der ist mittlerweile ausgelaufen. Ich das nicht mehr. Das finde ich so schlecht, dass du einfach nicht hier aufs Inventar zugreifen kannst und deine Boosts auswählen kannst. Das ist so ein... Nee. Aber nee. 119 geschafft. Jo, ja, dann skipp die mal weg hier, komm. Bam. Naja. Skippidi-bap. So. So, jetzt geht's los hier. Timeskip ist dann gleich wieder aufgegangen. Ah, nee, hier steht ja noch eine. Wo? Hier war noch eine gerade, aber jetzt. Echt? Okay. Ja. Ey, jetzt habe ich gerade mal mich eingestuhlt. Timeskip. Stopp! Alter! Warum sag ich immer skip mal? So, Ruhe jetzt. Hier ist die Astro-Toilet. Ja, die ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja, das ist aber nicht die Astro-Toilet, die ich meinte. Ich meine die Astro-Secuta-Toilet, dieser riesige Boss, der auf 140 kommt. Ach so, nö. Die meinte ich nicht. Meinte nicht den hier? Ich habe aber nur gesagt Astro-Toilet. Das stimmt, Freund, ja. Das habe ich dich gefragt. Meinst du die große? Hast du gesagt ja? Ja, die ist ja auch groß, größer als du. Nee. Doch. Nee, ist nicht. Die ist größer als du. Guck dir doch mal an, den Heinrich. Wie sieht der aus, Mann? Der ist ziemlich schnell, der Heinrich. Ziemlich schnell. Obwohl er schon geslowt wird, ne? Mhm, deswegen. Jetzt wird er noch mehr geslowt vom Chef TV-Man und gemäfft wird er jetzt. Gemäfft. Er wird einfach gemäfft, Bruder. Richtig weggemäfft, der Heinrich. Okay. Oh, Junge, ja, den schaffen wir aber. Machen spätestens, wenn er gleich einmal in der Mitte steht, kannst du sonst mal Timeskip rein. Timestop. Jetzt sag ich das schon! Ja, Mann, ich steck dich an hier mit Timeskip, ey. Nur wegen dir, jetzt sag ich's auch schon. Egal, aber den müssen wir jetzt auf jeden Fall weglöten. Schaffen wir aber. Guck mal, jetzt hält er zwischendurch ein bisschen an zum Angreifen. Guck mal, wie dumm der ist. Ja, ja. Zur Not kann ich ihn auch zurückschicken. Jetzt wird er gleich von Cinemaman einmal gestunt. Ja. 5-Sekunden-Stun. Das war aber oder kein 5-Sekunden-Stun. Doch, jetzt. Ja, aber die haben nicht so viel Leben, die machen wir dann aber easy down. Guck mal, wie viel die jetzt schon allein mit Flächenschaden bekommen haben. Was meinst du, wenn die gleich richtig einen reinkriegen? Ich würde sagen, jetzt vielleicht Timeskip? Jo. Stop, meine ich. Junge, das steckt an, ne? Dieser, ja, Stop und übel. Skip, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ganz, ganz komisch, ey. Schaffen wir aber. Jetzt müssen wir erstmal hier ein paar Chips reinlöten. Guck mal, jetzt kassiert er richtig hier. Steht mitten im Feuer. Junge, richtig viel Leben abgezogen. Let's go. Jetzt wird er nochmal angemute, hoffentlich. Jo, wird er. Und oben wird er gleich nochmal von Cinemaman gestunt. Junge, es laggt ohne Ende. Ja, bei mir auch ein bisschen. So, nochmal der Cinemaman stunt. Genau. Jetzt vielleicht nochmal von Mewing Heinrich. Einmal noch, ja. Eigentlich, jo. Ja. Aber nur kurz. Jo. Aber egal. Mein Spiel kackt gleich ab, hinten, Mann. Wir haben hinten einfach noch 3 oder 4 Giant Turkey Toilets mit 200 Millionen. Okay, der ist down. Jo, warum huckelt das? Ja. Huckelt das bei dir auch so krass, obwohl du Low Chips hast? Nö, jetzt gerade nicht mehr. War nur einmal kurz. Okay. Dann sollst du vielleicht mal aufhören, Chips dabei zu fressen, hä? Nee, Mann. Die schmecken gut, Alter. Ich hab Hunger. Ich sitze hier seit 2 Stunden hier in der Aufnahme. Ja, na und? Hast du so wenig Impulskontrolle? Mhm. So, hier ist die Giant Turkey Toilets noch. Aber die schaffen wir easy, die sind so langsam. Das sind Low-Fat-Chips, verstehst du? Junge, konzentrier dich jetzt aufs Spiel, ich will nichts von deinen Chips hören. Labert der mir was von seinen Chips von Low-Fat, was interessiert mich das denn? Low-Fat. Wir müssen hier schauen, dass die Giant Turkey Toilets besiegt werden. Schulfer. Ich glaube, mein Spiel stürzt gleich ab. So, jetzt habe ich ihn gemutet, das kann sich ja keiner geben, Alter, ist ja furchtbar. Ich kann hier ins Mikrofon rumstöhnen, weil sie Chips da in die Schnauze reinschiebt. Ja, widerlich. Ekelhaft. Hör auf zu husten.
Tulfa. Hast du mich echt gemutet? Tulfa, ich wollte dir schon mal sagen, ne, ich liebe dich und ich bin dir sehr dankbar für alles, was du für mich getan hast. Gut. Bist du jetzt fertig mit deiner ekelhaften Scheiße? Ja, ja. Hat dich das gestört, Tulfi? Das hat mich schon ein bisschen getriggert, ja. Ja, okay. Ich hab grad was gesagt, das haben nur die Zuschauer gehört, du nicht, weil du mich gemutet hast. Musst du mein Video angucken, da nee, sage ich das nicht. Laut, okay. Alles klar. Tulfa, ich wollte dir noch eine Frage stellen, by the way. Brauchst du zufällig denn? Eine neue Handyhülle? Nein. Ey! Sag doch wenigstens ja! Du eiskalter Brocken, Bro, Mann. Yo, nee, ich geh raus hier, yo, ich will nicht mehr. Ich konnte den Zusammenhang gerade so schnell nicht herstellen. Vergiss es. Beste Werbung auf YouTube. Yo, Bro, brauchst du den Jule? Nee, wieso? Junge. Oh mein Gott, ich kack mir eine, Oh. Ist das dumm. Mann, so schnell war ich gerade nicht. Ich war voll aufs Game fokussiert. Ah. Ich dachte nur so, hey, ich brauch doch keine Handyhülle. Yo, 120, Bro. Jetzt haben wir es dann gleich. Leute, wenn ihr Handyhüllen braucht, schaut mal bei Rolex im Shop vorbei. Da gibt's neue Handyhüllen. Dankeschön, ja. Die sind sehr, sehr schnieke. Ganz, ganz sagen. Wichtig. Kauft gefälligst auch eine, wenn ihr keine braucht. Zählt gefälligst mal Support, ihr Undankbaren. Die kann man auch an die Wand hängen mit einem Nagel. Das schaut echt cool aus, ne? Wirklich. Genau! Ja. Rolex hat keine Poster, aber ihr könnt die Handyhülle auf euer Auto kleben. Ja, oder so. Ist doch nice! Oh Gott! Oh, warum sind da so viele Glitch-Toiletten? Oh mein Gott. Aber die sind langsam. Digga, Welle 121, die haben hier Glitch-Toiletten 700. Ja, und guck mal, was hier noch kommt. Dreimal Mutant Pumpkin Toilets. Ja, die sind jetzt langsam. Die sind ja immer erst verbuggt, wenn sie einmal einen Gegner angegriffen haben. Oder eine Einheit, besser gesagt. Wie viele Pumpkin 400 Millionen? Ja, das ist, also ich weiß nicht. Heiliger Klabautermann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht doch die Centers verkaufen sollte, nochmal zwei Hyper-Sätze, hä? Ja, mach ruhig. Ja, schon, oder? Okay. Ja. Okay, aber wo stelle ich die hin? Oh mein Gott. Junge, das ist... Erstmal jetzt kurz schauen, dass die Glitch-Affen hier, nicht anfangen, sich rumzubuggen. Ja, gut. So, die greifen an. Nicht gebuggt. Weißt du was? Ich stell noch einen Mewing hier hinten rein. Ist mir lieber jetzt. Das ist mir lieber. Dann stunt der nochmal. Timestop! Timestop! Okay, jetzt habe ich aus Versehen auf Rewind gedrückt. Macht nichts. Egal. Die Glitch-Toiletten waren am Buggen. Okay, eine ist zurück, schau, die ist am Anfang wieder. Ah, Mann, Kacke, das hätte ich mir aufsparen sollen wegen einem Picken. Ist egal jetzt. Nee, Mann, wenn ich das verkackt habe, bin ich schuld. Wie lange hat er den Cooldown? 600. Rewind. 600. Und der andere 180 waren das, ne? 200. Okay. Diese Kack-Glitch-Toilets, Mann. Ja, richtig nervig. Oh Mann, drücke ich aus, das sind das Falsche. Okay, pass auf, ich kann jetzt eben noch einen Hyper setzen. Ja, dann mach, setz ihn hin. Nee, wo habe ich den jetzt hingesetzt? What the fuck? Wo habe ich den hingesetzt? Hä? What the fuck? Wieso habe ich jetzt auf einmal 20 von 20, obwohl ich... Okay, jetzt bin ich gerade maximal verwirrt. Achso, nee, ich habe ja einen Mewing gesetzt. Also, ja, ich kann den Hyper nirgends mehr setzen. Ist kein Platz Wieso mehr. Wieso nicht? Ist kein Platz mehr. Wegen dem... Okay. Also, außer du findest doch irgendwo einen Spot, aber... Nee, ich habe ja eben selber schon geknobelt, um meinen einen noch unterzubringen vor ein paar Wellen. Egal, das wird schon klappen. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal den Time-Stop nutzen müssen gleich. Ja, okay, pass auf. Bis dahin ist der ja wieder da. Wie viel hat er jetzt noch? 150? Ich selle den. 120. Ich selle den. Okay. Ah, es geht schnell, 2 Minuten. Ich setze jetzt hier vorne den Mewing hin. So, und upgrade. Okay. Und dann stunte hier auch nochmal rein. Mewing? Der wird selbst gestunt. Wobei, eigentlich bin ich dumm, weil der wird ja gestunt und es geht ja um DPS. Warte. Ich mach was ganz anderes. Ich setze hier vorne noch den Kollegen. Weil der macht einfach mehr Damage. So, wen jetzt? Das hier, den Chief Glockman. Wie viel macht er denn? Der macht 30k. Okay. Warum setzt du dann nicht einen Hyper dahin? Weiß ich nicht. Stimmt, ja. Okay. Weil der Chief Glockman ist auch nicht in Range vom Boost. Ja, gut, ja. Ist auch wieder recht. Ja, lass mich! Ja, jetzt.
Oder wie viel Geld hast du noch? Jetzt habe ich nur noch 32.000. Ich habe schon einen Halber gesetzt, das ist schon vorbei. Okay, sonst hättest du einen, eher noch einen Cinemaman mit dem Stun hinsetzen können. Ach so. Dann hätten wir nochmal 5 Sekunden Zusatz-Stun auf den Boss. Verstehst? Ja, ist jetzt drin. 6.000 brauche ich noch, dann kann ich ihn upgraden. Okay, soll ich dir die droppen? Ja, klar. Wirf mal hin. Okay. Schmeiß hin. Ja, warte, ich gebe ein. Jo, ich glaube, ich muss gleich meine Chips essen. Ich werde ganz nervös. Mann. Hör auf, Chips zu essen! Ich glaube, das schaffen wir nicht, Bro. Ruhe jetzt! Wie lange hat der Timeskip noch? 60? 30. Ja, perfekt. Dann können wir gleich nochmal rein stoppen. Und dann ist du hast gerade Skip gesagt, by the way, ne? Ja, habe ich auch. Junge, Junge, Junge. Ja, sobald der Cooldown abgeschlossen ist, machen sofort wieder rein. Ja, mach ich. I'm doing it. 8, 7, 6, 5, 7, 4, 8, 3, 5, 2, 9, 1. Time stop! Time skip! Junge. Das Game ist so eine Psychose, Mann. Ja, ist es auch. Wie schaffen es Leute bis Welle 200? Das geht nicht in meinen Kopf, Mann. Nee, das ist. Ja, mit dem Upgraded Titan Clockman. Aber die können den doch nicht alle haben. Nee, aber die, die ihn haben, kommen halt bis 200. Das sind ja nicht so viele in der Rangliste. Puh. Meine Güte, ey. Wenn wir Glück haben, geht sich das mit dem Timeskip noch. Stop nochmal aus. Ja, ich denke ja schon. Junge, guck mal, was wir hier stehen haben. Schau mal, wir haben die überheftigen Units. Ja, und wir, so. Und wir strugglen, ja. Also es ist jetzt wirklich. Ist aber auch schon Welle 121. Ja, gut, aber guck mal, ranglistenmäßig, ja. Gut, dass du Free-to-Play darauf kommst, ist sowieso, braucht man gar nicht drüber reden. Aber es ist trotzdem krank einfach, was du brauchst. Also das ist echt uferlos, Mann. Da fällst du wirklich den Glauben ab. Ja, ist echt bodenlos. 2 Minuten noch. Ja, easy. Alles gut. Wird schon schief gehen. Mhm. Ich hab Schmerzen. Ich auch. Im Kopf. Beim nächsten Mal, wenn das jetzt, je nachdem wie das jetzt ausgeht, beim nächsten Mal, wo ich das versuche, safe, erst, wenn es diese Beschleunigung gibt, ja, diesen zweifach Speed oder so. Ja, das ist wirklich dumm, wie lange das dauert. Ich hatte gerade irgendwie den Impuls, auf Skip zu drücken. Ich habe den Impuls, mir in die Hose zu kacken. 50 okay. Sekunden. Boah, Junge. Alter, das kann doch nicht sein, dass die jetzt so dumm weit kommen. What the hell? Doch, doch. 40. Wie geht das? Mewing TV Man, machst du mal bitte was? Stunst du bitte rein? Hm, 25 Sekunden. Oh, Bro. Oh, shit, Mann. Alles gut, alles gut. Alter, wie viel Leben die noch haben. Mhm. Die anderen beiden DJ-Toilets hier hinten, die werden auch problematisch. Ja. 10 Sekunden. Ja. 8, 7, 6. Nee, nee. Oh Gott. Das ist nichts für mich, Mann. Meine Nerven, ey. Mich gleich wieder Chips essen. Üble Nummer. Mutant Pumpkin Toilet jetzt besiegt dann. Alter, die DJ-Toilets haben zu viel Leben. Ja. Schaffen wir nicht. Nee, schaffen wir auch nicht. Das kannst du keinem erzählen. Das ist Welle 121. Jo, wir haben so eine gute Taktik jetzt gemacht. Wir haben uns wirklich abgesprochen. Wir haben das geplant. Wir haben die aufgestellt. Es ist alles perfekt, ja. Du kannst nicht. Jetzt könntest du nur noch den Titan Clockman mitnehmen. Da hast du nochmal 10 Sekunden quasi. Aber das ist ja auch Quatsch. Nochmal einen 10 Sekunden Timestop. Aber dafür hast du halt irgendeine andere Unit nicht bei. Guck dir das an, ey. Das gibt es einfach nicht, Mann. Stell noch mal, verkauf noch mal schnell und stell noch mal Mewings hier hin. Verkauf die Mewings oben, stell noch mal neue hin. Ja, okay.
Wo ist denn der andere Mewing? Da ist er noch. Ja gut, die standen da aber noch rein jetzt. Da oben, also. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ist halt eigentlich auch so eine Nullnummer. Na. Alter, das gibt es nicht. Kannst du keinem erzählen, dass die jetzt hier durchkommen? Tja. Selbst der Rewind von einer Toilette hat jetzt nichts gebracht. Yo, guck dir das an, was die noch an Leben hat, Mann. Holy hell, Mann. Holy hell. Oh, no. Das gibt's nicht. Ende. Aber ey, man kann jetzt echt sagen, ja, wir haben wirklich unser Bestes getan. Also 170 ganz Minuten. Yo, Junge. Für 3000 XP. Fast 3 Stunden. Für nichts. Ja, wirklich. Ist so. Oh mein Gott. Ach die Scheiße. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie man das schaffen soll, ja? Jetzt sind wir im Universum von Toilet Tower Defense nicht mal normalsterblich. Wir sind Götter mit unseren Einheiten eigentlich und wir schaffen es nicht. Also ja, ich nicht weiß ganz, nicht. Wir haben keine Ultimates, aber trotzdem. Ja, aber den Drillman kannst du nicht einsetzen. Also bleibt nur der Glockman und den haben das 400 stimmt, Leute. Ja. Also, ganz ehrlich. Oh, Backe. Ei, Leute, jetzt, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, haut rein, Leute. Macht's gut. Und ciao. Ciao, ciao.